Ja, herzlich willkommen an alle Teilnehmer an diesem dritten Webinar Mensch Ayurveda und auch an allen, die jetzt das Video in YouTube anschauen. Danke für eure Rückmeldungen nach den letzten zwei Webinaren. Danke, dass ihr auch das YouTube-Video weitergeleitet hat und danke, dass ihr jetzt da seid und dass ihr eure Zeit dafür braucht, um hier zusammen mit uns zu sein. Ja, auch heute werden wir wieder neue Aspekte von Ayurveda entdecken und Inspiration und Anregungen durch die Lebensgeschichte und durch die Erfahrung unseres Gastes bekommen. Und ganz besonders wird heute um Veränderung gehen und Intuition. Nicht nur, wir haben wirklich ein großes Programm heute. Wir werden auch über Gewürze und über ayurvedische Massagen sprechen. Also, aber Veränderung ist das Leitthema, würde ich sagen. Und Veränderung ist für mich auch ein Hauptthema, privat so wie in meinem Beruf. Deshalb möchte ich mich gleich vorstellen und kurz auch eine Einleitung zum Thema Veränderung machen, bevor ich dann Tanja das Wort gebe. Ja, also mein Name ist Maria Luisa Barontini, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Ayurveda-Gesundheitscoach und Beraterin im Bereich ayurvedische Psychologie und ayurvedische Ernährung. Aber jetzt unabhängig von langen Berufsbezeichnungen, ganz konkret stehe ich da und bringe ich mich ein mit Menschen, die Veränderung wünschen, bei kleinen oder großen Veränderungen unterstützt und begleitet werden und dadurch zu mehr Energie, besseres erfülltes Lebensgefühl und Gleichgewicht erlangen. Ja, positive Veränderungen sind ein Prozess der Transformation und ist normalerweise ein Weg in kleinen Schritten. Und mit Unterstützung können wir ja besser vielleicht diesen Prozess angehen, aber letztlich ist ein Prozess, der selbstverantwortlich passiert. Der Berater oder der Coach steht ein bisschen zur Seite, aber das ist ein Prozess, der am besten vom Inneren kommt und dann sich nach außen zeigt. Und ein Prozess der Veränderung fängt normalerweise immer erstmal von der Erkenntnis, was verändert werden soll. Das geschieht entweder auf der Ebene des Vernünftes, am besten geschieht, wenn es auf der Ebene der Intuition, wir werden darüber nochmal mit Tanja ausführlicher über diesen Aspekt sprechen, aber davor möchte ich noch sagen etwas über die zwei Wege, wie wir zu Veränderung kommen oder wie wir etwas verändern. Das ist der erste Weg, das ist der Weg des Egos oder des Willens. Und wenn wir diesen Weg gehen, wir haben verstanden durch den Vernunft, sagen wir so, wo das Problem liegt und was wir verändern sollen. Und wir setzen uns ein mit Willensstärke, um diese Veränderung durchzuführen. Und oft geschieht dann, dass in uns ist eine richtige Spannung oder ein innerer Konflikt zwischen dem, was unsere Körper, unsere Emotionen möchten, zum Beispiel die Sahnetorte, die vielleicht uns anlockt, jetzt als banales Beispiel, und das, was wir wissen, das uns gut tut. Und wenn wir in diese Veränderungen, Prozesse
in pausenlose innere Spannung sind und mit Schuldgefühle und hin und her und was wir machen sollen, was wir machen und was wir aber gerne hätten, dann in diese Spannung bleiben wir und oft sind dann Veränderungen langfristig, weil es ist nicht schön, ständig in einem inneren Konflikt zu leben. Dann gibt es der vedische Weg zur Veränderung. Das ist eine Veränderung aus dem Bewusstsein. Es ist eine Veränderung, der entspringt einmal um diese Intuition, dieses Bewusstsein, das sich entwickelt hat. Und es ist eine tiefere Verständnis, was für uns gut und schlecht ist. Aber auch aus der Freundschaft zu uns selbst, aus der Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Wenn wir jetzt in diese Selbstliebe, diese Selbstakzeptanz und dieses Bewusstsein entwickeln, dann die Veränderung geschieht automatisch. Das ist nicht mehr eine innere Spannung, sondern ist im Einklang zu leben und mit der Veränderung. Wir brauchen die Sahnetorte nicht mehr, weil es ist nicht mehr unbedingt notwendig, um unsere emotionale vielleicht Lücken zu füllen, sondern wir lieben uns ja und wir möchten machen, was uns gut tut. Und das ist wirklich im Einklang und als Fürsorge von uns selbst. Und das ist dann eine ganz andere Qualität. Und wenn man diesen Schritt dann macht, dann ist eine Veränderung dann auch langfristig. Das ist nicht nur etwas, wo wir uns quälen für eine Zeit und dann irgendwann sagen, nee, also langfristig schaffe ich das nicht. Ja, das ist der vedische Weg. Und Tanja, ich möchte dich jetzt vorstellen als eine von den Menschen, die Veränderung, die keine Angst vor Veränderung haben, mindestens scheint mir so, das so zu sehen. Als erstes herzlich willkommen, Tanja Richter, hier mit uns und danke schön, dass du an Mensch Ayurveda teilnehmen möchtest. Dankeschön für die Einladung, ich freue mich. Ja, Tanja Richter ist, also als Ausbildung bist du Kunsthistorikerin. Dann hast du eine Zeit lang, wir werden darüber reden, in einem Asialaden geführt, bist du dadurch auch Gewürzspezialistin. Du liebst Kochen, also das ist auch etwas, die ich mit dir verbinde. Und Ernährungsberaterin und Yoga-Lehrerin, also und dann noch ayurvedische Masseurin. Also es sind ganz viele Bereiche, die eigentlich alle zusammenpassen. Ich habe das Gefühl, wenn ich so deinen Lebenslauf anschaue, dass du keine Hemmung vor Veränderung hast. Stimmt das? Also ich würde sagen, Hemmung nicht, Angst schon, aber ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich auf mich höre, merke ich, okay, ich brauche die Veränderung und dann fokussiere ich mich auf das, das daraus resultiert und mache es dann einfach, auch wenn ich Angst habe. Also Angst ja, aber ich mache es trotzdem, weil wenn ich wirklich auf mich höre, weiß ich meistens, dass die Veränderung dann noch nötig ist. Ja, und also dein Lebenslauf, wenn ich so anfangen darf, also du hast erstmal Kunst, also du bist Kunsthistorikerin, du hast Kunstgeschichte studiert und du hast eine gewisse Vorstellung gehabt, von was dein Leben danach aussehen konnte, vielleicht in einem Museum arbeiten, dich mit Kunst zu beschäftigen. Dann hast du aber am Ende des Studiums bemerkt, also auch durch Praktika und so weiter, dass es nicht so aussah, also dass es nicht so erfüllend war, wie du dich das vorgestellt hast, oder? Mhm. Also ich habe mich immer total für Kunst interessiert,
und fand es wunderbar, im Studium mich mit anderen zu unterhalten und mich auszutauschen. Aber je mehr ich dann eigentlich so in die berufliche Seite kam, desto weniger habe ich mich da wohl gefühlt, weil ich einfach dann irgendwie das Menschliche dort vermisst habe und ich so gerne mit Menschen bin und ich Menschen mag und das war mir einfach ein bisschen zu kalt. Alles. Und Ja, dann habe ich das ziemlich schnell hingeschmissen. dann hast du ja, als du, es ist auch, denke ich, Mut, wenn man das nicht als, also seine Intuition nicht folgen würde. Es ist schon mutig, wenn man schon einige Jahre was studiert hat und dann merkt, das ist nicht das, was ich will. Aber ich weiß noch nicht jetzt, was dran kommt. Also ich verweise erstmal. Und schaue ich, ob die Eingebung kommt, ob die innere Stimme sich während der Reise doch meldet. Und du warst dann, bist du dann nach Indien gefahren. Aber das war nicht das erste Mal, dass du dahin gefahren bist. Nämlich auch nach dem Abitur hast du also die gleiche Technik, würde ich sagen, oder den gleichen Weg gewählt. Um zu sehen, wo die Reise hingehen sollte. Und du bist erstmal 6 Monate durch Südostasien verreist, zusammen mit deinem Freund. Und warst du auch in Indien. Und erstmal warst du auch etwas erschrocken von Indien. Also war nicht sofort Liebe auf den ersten Blick, oder? Also, wir sind total naiv da hingeflogen, also gerade nach dem Abi und Südostasien total entspannt. Wir haben uns gar nicht informiert über Indien und sind angekommen und ja, waren erst mal ein bisschen geschockt, was da überhaupt los ist. Also, wir hatten wirklich einen totalen Kulturschock und mussten da erst mal durchgehen, bevor es dann Liebe wurde. Was hat dich an Indien schon geschockt? Also, weil man hört das oft, aber man weiß nicht, also viele sagen erstmal ist ein zu starker Eindruck oder ein zu großer Kulturschock. Was ist, was uns Europäer an Indien erstmal so erschreckt? Ja, ich glaube, das ist auch wieder ganz individuell. Aber für mich war es schon auch diese Masse an Eindrücken. Und es ist so laut und bunt und dreckig gleichzeitig und so viele Menschen, alle gucken dich an, weil du weiß bist. Oder ich habe das zumindest so wahrgenommen. Und ich war so unbedarft und ich war auch noch so jung und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, dass jetzt hier so viel los ist um mich drum. Im ersten Moment. Ja, und dann hast du mir erzählt, dass da also diese, sagen wir so, Eingebung oder diese Leitung oder Führung kam und war jemand, der dich dann ganz spontan gesagt hat oder dich angesprochen hat und dir gesagt hat, wo du hinreisen sollst, oder? Ja, wir waren ja trotzdem total offen und haben uns mit Leuten unterhalten und uns haben dann Einheimische erzählt. Wir waren in Chennai und die haben gemeint, dass am Tag drauf in Tiruvannamalai so ein Vollmond-Event ist, sage ich jetzt mal. Und in Tiruvannamalai ist der Arunachalas, so ein heiliger Berg, der ist Shiva geweiht. Und einmal im Monat laufen die ganzen Pilger in der Nacht um den Berg rum. Und wir haben dann gesagt, okay, dann fahren wir halt jetzt hin. Weil wir wussten gar nicht, was wir machen sollen am Anfang. Und haben uns dann wirklich am nächsten Tag in den nächsten Bus gehockt und sind einfach da mal hingefahren und haben geschaut, was uns erwartet. Und haben dann am Abend mit Tausenden von Menschen eigentlich, ja, wir sind eigentlich fast die ganze Nacht um diesen Berg gelaufen. Das waren 15 Kilometer. Und da waren so kleine Tempel aufgebaut und da hat sich alles dann irgendwie gut angefühlt und gefügt und es war schön und das war so das erste Mal, wo wir wussten, wow, hier ist irgendwas los.
was wirklich schön ist. Und ab da fanden wir es super. Super, dann hast du dich mit der Mentalität angefreundet und dann bist du immer wieder dahin gereist. Warum zieht Indien so viele Menschen auf der Suche an, nach deiner Meinung? Und was können wir von der indischen Mentalität lernen? Ja, es ist auch eine schwere Frage, finde ich, weil es, glaube ich, auch wieder super individuell ist. Also ich glaube, es sind einfach diese vielen Gegensätze, die wir bei uns nicht so im Kontrast sehen im Westen, die uns einfach noch mal ein Stückchen mehr zum Nachdenken anregen, was wir eigentlich haben, wie gut es uns geht, warum wir uns immer beschweren. Und es ist einfach dieser große kulturelle Unterschied, glaube ich, auf der einen Seite, der sehr, sehr anziehend ist. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, wir sind alle Menschen und wir wollen eigentlich alle das Gleiche, egal ob wir in Indien leben oder in Deutschland. Und das macht einfach, glaube ich, einen Reiz aus, dieser Kontrast, aber auf der anderen Seite auch diese Einheit, die man spürt. Oder so habe ich es wahrgenommen. Also das ist, was dich persönlich so anzieht an Indien. Ja, und ich kann das auch schwer für andere Menschen sagen, was die dort anzieht, weil ich glaube, jeder hat seine eigenen Gründe, warum es spannend ist, nach Indien zu fahren oder ja. Ich habe eine Schwester, vielleicht weißt du, die sehr viel Zeit, also meine beiden Schwestern haben sehr viel Zeit in Indien verbracht und eine Schwester ganz besonders, also fast jährlich, für viele Jahre, 4 Monate, war ihr zweites Zuhause. Sie sagt, dass in Indien alles gehört zum Leben. Also wir haben das Gefühl, es gibt bestimmte Bereiche, die man zeigen darf und bestimmte andere Bereiche vom Leben, die sind tabu. Krankheit, Alter, und so weiter, alles gehört dazu und wird angenommen. Das Schöne, das weniger Schöne, das Ästhetische, das weniger Ästhetische, alles gehört zum Leben und alles ist irgendwie auch etwas Heiliges. Ne? Also, dass diese Heiligtum des Lebens in alle ihre Bereichen, ohne zu diskriminieren, bestimmte Teile vom Leben, ja, sie sind schaufensterfähig, manche andere müssen lieber versteckt werden, weil die nicht so schön anzusehen sind. Und diese sehen, dass das Leben in ihrer Ganzheit heilig ist und alle Bereiche gehören dazu und führen uns letztlich zu dieser Lebenserfahrung, der nicht nur schön und unästhetisch ist, sondern es ist eine tief ergreifende Erfahrung, die viel tiefer geht, oder? Ja, also das auch so sehen? Würdest du das auch, diesen Aspekt sehen in Indien? Ja, total. Also das war auch eigentlich das, was ich meinte mit dieser Einheit. Alles ist zusammen, alles ist verbunden irgendwie. Und wie du sagst, egal ob es jetzt schön ist, in Anführungszeichen, oder nicht so schön. Und wir sehen das oft eher eben im Kontrast und getrennt. Aber in Indien ist wirklich alles einfach da und wird so gelebt, so wie es halt ist. Und ich glaube, das fällt uns manchmal ein bisschen schwerer. Und es ist schön, es so zu sehen. Und einfach, man kann da viel für sich selbst mitnehmen, wenn man ein bisschen dort ist und sich das mal anschaut und da mit einem offenen Herzen reingeht und das auf sich wirken lässt und mitmacht. Ja, toll. Und wenn wir jetzt deinen Lebenslauf so weiterlaufen, dann bist du zurück, also praktisch es gibt diese Abiturzeit, dann gibt es diese längere Reise durch Südostasien, dann dein Studium, dann wieder verreisen nach Indien und dann kommst du zurück von der Großreise
und stellst du fest, dass der Asien-Geschäft in der Fußgängerzone zu mieten ist. Und entscheidest du doch, das zu machen, auch mit, also ich denke, nicht nur um irgendwie ein Geschäft zu führen, sondern ich glaube, du hattest einen tieferen Wunsch oder du hattest dir vorgestellt, auch eine, also einen Dienst für die Menschen dadurch zu anzubieten? Ja. Also wir sind zurückgekommen und dann haben uns gleich Freunde davon erzählt, dass der Laden zu haben wäre, meinem Partner und mir. Und wir dachten uns, ach super, das vereint eigentlich alles, was wir gut finden. Also Kochen, gute Lebensmittel, Asien, Gewürze, Tee, fremde Kulturen, aber eben auch vereint hier in der Heimat und das den Leuten näher zu bringen, dass sie da einen besseren Zugang dazu finden. Und wir wollten helfen, dass die Leute schön kochen können. Wir wollten auch den vegetarischen Lebensstil so ein bisschen fördern dadurch und dass man, was man alles Schönes einfach noch kochen kann außerhalb des normalen Horizonts so und einfach einen gesunden Lebensstil vermitteln. Ganz viel. Also wir wollten eigentlich da sein für die Menschen und sagen, hey, was braucht ihr? Wir helfen euch. Und dann war es aber nicht so ganz, wie du dir das vorgestellt hast, oder? Hast du festgestellt, dass so ein Geschäft an einer Seite zieht wahnsinnig viel Energie und dann ist die, das ist nicht so die Berufung oder diese, also diese Dienste, wie du dir das vorgestellt hast, war gar nicht so richtig da, oder? Nee, also ja, die Realität sah dann tatsächlich ein bisschen anders aus. Wir hatten viel zu tun und man konnte sich auf der einen Seite zeitlich gar nicht so auf die Menschen einlassen, wie man gerne möchte, weil man im Hintergrund immer so viel im Kopf hatte, was noch getan werden muss. Und auf der anderen Seite ist es halt auch immer noch ein Lebensmittelgeschäft und da ist, glaube ich, auch irgendwo die Grenze, wo man den Leuten auch weiterhelfen kann in die Richtung. Also manche wollten halt doch einfach eine Sojasauce und wieder rausgehen. So, jetzt mal ganz. Ja. Ja. Und ja. Es gab einfach eine Grenze. Und auf der anderen Seite war es auch einfach ein großer Energieaufwand. Wir haben das größtenteils zu zweit gemacht, mein Partner und ich. Und wir waren immer da und wollten auch immer voll da sein. Und haben irgendwann gemerkt, puh, ganz schön anstrengend. Es zieht. Ja, und ich finde das faszinierend oder mutig, dass du dich auch hier, also du warst voll im Einsatz. Ich habe dich kennengelernt in dieser Phase deines Lebens. Du warst voll im Einsatz und du hast auch das, diese Yoga, diese Asia-Geschäft auch ein bisschen umgekrempelt und nach deinem Stil geführt, mit auch viele gute Bio-Gewürze und so weiter. Und trotzdem hast du immer noch, hast du den Mut gehabt zu sagen, ja, ich habe viel Energie investiert, ich habe hier ein Geschäft, der super läuft, aber ich folge meiner inneren Stimme. Und es muss nicht sein, dass ich das jetzt ewig mache. Ich bin bereit, wenn es soweit ist, dass die innere Stimme sich wieder meldet, auch mein Leben nochmal umzukrempeln und zu verändern. Und in dieser Zeit hast du auch parallel dich in Ayurveda ausgebildet. Ja, du hattest lange Zeit um Ayurveda sozusagen um Ayurveda gekreist. Du hattest Yoga praktiziert, du warst in Indien und so weiter. Aber da hat sich dann diese Interesse für Ayurveda noch weiterentwickelt und du hast dich da nebenbei ausgebildet.
Und dann kam die innere Stimme wieder lauter und lauter. Und was hat sie dann gesagt? Du meinst, bevor ich die Ayurveda-Ausbildung begonnen habe? Also ich meine, als du dann entschieden hast, so dein Leben nochmal umzukrempeln, was hat deine innere Stimme gesagt? Meine innere Stimme hat gesagt, du musst besser mit deiner Energie haushalten. Also, Ja, so einen kaputten, also eine kaputten, ja, wenn die Energie, wenn wir unsere Energie aufbrauchen, also mehr als was wir haben, immer wieder ausgeben, am Ende hat niemand was davon. ja. Es ist etwas, wie ich auch bitterlich mit Lebenserfahrung lernen musste. Es gibt Phasen des Lebens, wo man denkt, meine Energie ist unendlich. Ich kann das rausgeben ohne Ende und wird nie zu Ende gehen. Und dann irgendwann kommt man zu diesem Alter oder zu dieser Phase, wo man merkt, okay, ist doch nicht so. Und dann am Ende ist es schade, wenn man die innere Begabungen und Stärke nicht mehr in die Welt bringen kann, weil man erschöpft ist. Also besser einen Schritt zurück, oder? Ja, also bei mir war es so, ich habe eine Zeit lang gut funktioniert, aber Ja. meine eigenen Bedürfnisse habe ich einfach hinten angestellt. Und ich habe ja die Ayurveda-Ausbildung begonnen, währenddem ich noch voll aktiv war und da habe ich noch gar nicht damit mit dem Gedanken gespielt, den Laden wieder zu schließen unter unserer Führung. Aber ich habe durch Ayurveda einfach gemerkt, was ich brauche und was mir gut tut und hab meine innere Stimme mehr gehört oder sie kam wieder raus, weil ich habe sie eine Zeit lang nicht mehr gehört, weil ich einfach gemacht habe. Und das war ein großer Gewinn, die wieder Ja, zu hören und darauf dann auch zu reagieren und wieder was zu verändern. ich meine, es gibt auch Phasen des Lebens, wo man die Stimme nicht so gerne hört. Ne? Also auch nicht immer möchte man die Stimme hören. Ne? Und es ist aber unheimlich wichtig, diese Stimme zuzuhören, sonst wird sie immer leiser und leiser. Und dann am Ende sie verkriecht sich und dann sagt man, oh, wo war sie? Wo ist sie, wenn man sie braucht? Aber dann ist sie super leise geworden. Aber ich denke, so weit bist du nicht gekommen. Du hast irgendwann gesagt, okay, Stimme, ich höre dich zu und mache das Geschäft zu und richte mich erstmal wieder auf und dann sehe ich, was daraus wird, oder? Ja, also das war irgendwann der Plan. Ich habe dann so eine Art Aufstellung gemacht, um zu schauen, was muss ich tun, um mich positiv zu verändern, für was zuträglich für mich ist und mein Leben. Und ja, wie du sagst, ich habe mich wieder aufgerichtet, habe gut für mich gesorgt und habe alles nochmal umgemodelt von Grund auf. Also ich finde wirklich mutig, weil ich bin so jemand, der normalerweise denkt, okay, erstmal habe ich ein Ziel vor den Augen, also auch besonders als junger Mensch, wenn ich mich beruflich verändert habe, habe ich erstmal den neuen Ziel angezettelt und dann den anderen abgegeben, sozusagen. Ein bisschen Sicherheitsgefühl, immer so die Sicherheit, immer gepflegt. Und bei dir, du bist so mutig, dass du erstmal sagst, das ist nicht in Ordnung, dann schaue ich weiter, wo es mich hinführt. Ich glaube, dass nicht viele Menschen diese Vertrauen, die du hast. Ja, ich hatte das auch lange nicht, aber also es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber seitdem ich mit Ayurveda begonnen habe, wusste ich einfach, es funktioniert. Ja. Also ich habe wirklich das Vertrauen wieder gefunden dadurch, weil ich einfach wusste, ich kann das machen, das mache ich jetzt.
Also es war einfach klar. Und wie würdest du jetzt, wenn wir sprechen von innerer Stimme oder auch, man spricht auch von Bauchgefühl, das ist etwas, was man nicht, sagen wir so, wissenschaftlich erklären kann. Man kann auch den Bauch untersuchen und wird man diese Bauchgefühl nicht finden. Aber doch ist was ganz Konkretes im Leben, oder? Wie würdest du den erklären? Würdest du den beschreiben? Das Bauchgefühl? Ja, oder das beschreiben? Naja, ich glaube, jeder kennt es, wenn man eine Entscheidung trifft und dann zieht es eigentlich gleich im Magen, dass man denkt, irgendwas ist da. Und es gibt Entscheidungen, also ich finde, man fühlt es richtig. Vielleicht, manche fühlen vielleicht mehr im Bauchraum, manche eher im Herzraum. Aber ja, also der Körper gibt einfach eine Reaktion. Aber wir sind meistens so beschäftigt im Außen, dass wir diese Reaktionen nicht wahrnehmen. Und wir haben das, glaube ich, alle in uns. Es ist wie so eine innere Weisheit, die haben wir einfach in uns. Wir müssen nur wieder hören oder lernen, darauf zu hören. Ja, und Ayurveda oder in den Veden oder diese auch yogische Modell vom Geist, wie unser Geist funktioniert, ist das, wir haben verschiedene Aspekte, ne? Wir brauchen alle diese Aspekte natürlich zum Leben. Das ist einmal unser Intellekt, der interagiert mit der Außenwelt und wo wir reagieren auf die Außenwelt und auch die Außenwelt interpretieren. Und die Interpretation ist geprägt, 95% auch unsere Reaktion auf die Außenwelt ist geprägt von unserem Unterbewusstsein, also von was wir in den ersten Lebensjahren aufgebaut haben an Erfahrungen oder auch später Erfahrungen, die uns richtig geprägt haben und die ganz tief in uns sitzen. Und da unser Intellekt reagiert und muss ganz schnell auch interpretieren, reagieren. Und das ist was wir erleben auf diese ganz äußerliche Ebene, also Intellekt, unser Geist zum Außenwelt. Dann haben wir das Ego, ne? Diese Identifikation und auch diese Teil von unserem Geist, der uns sagt, du bist getrennt, du musst auf dich aufpassen, du musst alles unter Kontrolle haben. Und das ist ein bisschen Polizei innerhalb von uns, ne? Der Polizist und auch derjenige, der uns immer sagt, du bist getrennt, du musst für dich sorgen. Du bist das und das und das und das und das bist du nicht. Also es ist auch diese bisschen Trans von getrennt sein, der uns der Ego vorschreibt. Aber wir brauchen das Ego, um zu überleben, keine Frage. Aber dann gibt es diese, was wir in Ayurvedisch oder in den Veden, Veda nennen, Buddhi oder das Bauchgefühl oder Intuition. Und das ist eine Brücke zu der universellen Weisheit, zu unserer Seele. Und diese universelle Weisheit, die ist nicht etwas, die wir gelernt haben oder etwas, die mit unserer Erfahrung zu tun hat. Es ist etwas, die viel größer ist als uns. Es ist eine Weisheit, die alles betrifft, das Universum, würden wir sagen. Und wenn wir in Verbindung mit dieser Weisheit sind, dann meldet sich etwas, die unerklärlich ist. Und wir können sagen, erklären wissenschaftlich können wir das nicht. Aber im Nachhinein können wir immer wieder bestätigen, dass wenn dieses Bauchgefühl sich meldet und wir das auch folgen, dann ist auch richtig, oder? Siehst du das? Ich sehe das genauso. Also wir brauchen dieses Gefühl oder wir brauchen diese Verbindung zu dem Gefühl. Und wie du auch sagst, wir brauchen aber auch unseren Intellekt, unser Ego, unseren Geist, um ein bisschen abzuwägen, was wir da überhaupt tun. Weil sonst würden wir vielleicht nicht mehr planen und würden total ins Leere irgendwo hinrennen, auch wenn es vielleicht richtig ist. Aber wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Struktur dazu, also die Zusammenarbeit von allem.
Aber ich glaube, das Grundgefühl der Intuition oder des Bauchgefühls ist sehr wichtig, um unseren richtigen Weg zu gehen, unseren individuellen. Ja, und wir Ayurveda-Coach oder Berater oder du auch als Mason, wir arbeiten in dem Bereich, wo wir über verschiedene Mittel, sagen wir so, die Leute führen zu diesem Kontakt zu sich selber, der dann auch diese Bauchgefühl, diese Intuition fördert und die wiederum hilft bei positiver Veränderung. Und jetzt sind wir angekommen zu, was du jetzt machst. Also du hast praktisch deine Leidenschaften zusammengefügt und hast du jetzt eine ayurvedische Praxis, wo du Ernährungsberatung machst, wo du die Menschen auch durch Gewürze hilfst und ayurvedische pflanzliche Mittel. Du massierst, du machst ayurvedische Massagen und du bist auch Yogalehrerin, also du hilfst auch durch Achtsamkeitübungen, durch Yoga-Übungen die Menschen wieder zu diesem Kontakt zu kommen. Und das ist wirklich ein roten Faden durch alles, was du machst. Finde ich wunderbar. Und ich möchte als erstes auf den Thema Gewürze kommen. Gewürze würden seit Jahrhunderten als kostbare Waren gesehen, die aus dem Osten und aus dem Westen, also in Italien kennt man das gut, diese große Handel von Gewürzen schon viele Jahrhunderte schon, war eine wichtige Handel. Warum? Diese Gewürze kamen aus Indien, aus China oder auch aus Südamerika und wurden genutzt. Schon damals, schon seit Jahrhunderten, nicht nur, also schon auch in der europäischen Kultur, nicht nur in der indischen Kultur, nicht nur, weil um das Essen bekömmlicher zu machen, das ist nicht unwichtig, dass unser Essen verdaulicher wird, sondern auch richtig als Medizin. Also diese Aromageschäfte, die seit Jahrhunderten, mindestens in Italien, in den Häfenstädten gab, wie diese Gewürzen aus Indien und aus China und so weiter, da waren auch wie Apotheken. Also die Leute gingen dahin und die haben sich haben ihre Beschwerden beschrieben und dann war der Gewürzspezialist da und hat der eine oder der andere Gewürzpräparat gegeben. Und das ist im Grunde, was wir auch heute mit Ayurveda, zusätzlich zu allen anderen Mitteln, auch machen. Und vielleicht haben wir in unseren Schränken ganz viele Gewürze, die uns bei der Anne oder der anderen Beschwerde uns sehr schnell helfen könnte. Nur wir betrachten oft die Gewürze nur als geschmacksgebende Stoff und nicht mehr als auch Heilmittel, oder? Ja, also wie du sagst, alles, wir sehen ja im Ayurveda immer das Große und Ganze. Und jedes Gewürz, jedes Lebensmittel hat Eigenschaften. Und gerade Gewürze haben auch eine sehr starke Wirkung und können uns sehr stark beeinflussen und unsere Konstitution positiv oder negativ beeinflussen. Und wir schauen natürlich, dass wir es positiv beeinflussen, dass wir uns wieder in Balance bringen. Und ja, wie du sagst, wir haben alle kleine Heilmittel in unseren Kräuterschubladen oder Schränken. Und wir müssen nur lernen, die richtig einzusetzen. Ich habe heute bemerkt, weil wir sprachen darüber kurz, bevor wir uns hier getroffen haben, und dass unser Lieblingsgewürz, wir haben eine gemeinsame Lieblingsgewürz, und das wäre Kardamom. Vielleicht auf diesem Breitengrad gar nicht so viel benutzt, wie zum Beispiel in arabischen Ländern oder in Asien, aber sehr gut, wir können das bekommen fast überall. Und wie benutzt du das als Heilmittel? Also Kardamom benutze ich zum Beispiel sehr viel, eigentlich fast täglich. Und
Und es ist für alle Doshas verträglich, was natürlich super ist, weil wir können es alle verwenden. Und ich verwende es manchmal zum Beispiel im Kaffee, um die Säure ein bisschen auszugleichen, weil ja Kaffee Vata und Pitta erhöht. Und mit so einer kleinen Prise Kardamom drin macht es schon ein bisschen verträglicher. Dann kann man es in sein Porridge reinmachen. Vor allem Leute mit Pitta-Konstitutionen oder Pitta-Zuständen können auch gut von Kardamom profitieren, denke ich, weil es kühlend wirkt. Also ich denke, wenn wir von Pitta sprechen, ganz kurz, ja, mache ich eine ganz kurze Erklärung, weil ich weiß, nicht alle, die jetzt zuhören, wissen, was Pitta ist oder Feuerkonstitution. Also in diesem Fall, wenn wir Kardamom benutzen, zeigt sich diese erhöhte Energie des Feuers, würden wir auf Ayurvedisch sagen, oder Pitta erhöht, mit erhöhter Magensäure oder Übersäuerung. Und Kardamom ist ein tolles Mittel gegen Übersäuerung oder auch Säure im Magen in allgemeine. Wenn wir diese Säure im Magen haben, also ich habe wirklich das als fast Wundermittel erlebt, wenn jemand das Problem hatte, wie sagt man, Sodbrennen, dass man so einen Löffel Honig und dann so ein Viertel Löffel Kardamom rein und dann essen. Und dann nach Viertelstunde war schon fast weg, dann noch einmal genommen und das war komplett weg. Also es ist wirklich wie ein kleines Wundermittel. Natürlich, wie du sagst, wenn jemand mag Kaffee und kann und es auch einigermaßen verträgt sozusagen, aber dann hat das Problem, dass zu Übersäuerung doch neigt, ist eine vorbeugende Maßnahme, etwas Kardamom reinzumachen. Und ich muss sagen, dass der Kaffee auch sehr gut schmeckt dadurch. Also es ist nicht nur Medizin, wie man sagen würde, oder? Ja, es schmeckt total lecker. Also das kann ich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Total. Und dann, was ist noch für deine Gewürze, die du sehr gerne benutzt? Ich mag total gerne Fenchel. Und Fenchel können wir hier auch anbauen, die ganze Knolle. Wir können die Samen ernten. Und ich finde, Fenchel ist teilweise so ein bisschen ein unterschätztes Gewürz. Aber es hat auch so viele Vorteile, weil es ist zum Beispiel auch wieder für alle Konstitutionen verträglich. Und wieder vor allem für Pitta-Konstitutionen. Also es wirkt eben auch kühlend. Und was ich das Schöne finde an Fenchel ist, dass es unser Verdauungsfeuer anregt, unser Agni. Aber dass es unser Feuer nicht zu sehr zum Brennen bringt. Also das ist einfach gut, wenn man die Verdauung anregen will, aber ein bisschen aufpassen muss, dass das Feuer nicht zu hoch geht. Das wäre eine Sache. Und was ich auch immer gern empfehle oder was vielen hilft, ist so ein Tee aus Fenchel, Kreuzkümmel und Koriandersamen. Dass man da jemals einen Teelöffel nimmt und das in 200 Milliliter köchelt, 5 bis 10 Minuten. Und es ist einfach super, wenn man mit Blähungen zu tun hat oder ja, einfach so einen harten Bauch. Und das beruhigt das alles total. Ich finde auch bei Fenchel ist auch so eine, könnte es auch sein in einer Reiseapotheke, so eine kleine, also eine kleine Dose Fenchel. Weil besonders wenn man verreist, finde ich, man isst oft durcheinander. Also besonders wenn man zum Beispiel in Hotel oder so viele Lebensmittel zusammen oder auch Lebensmittel, an denen wir nicht so gewöhnt sind oder sind anders gewürzt oder so. Und dann kommen manche Verdauungsprobleme, die wir vielleicht zu Hause mit den gewohnten Lebensmitteln nicht haben. Und das ist eine richtige Aufwundermittel gegen eine Aryophagie. Und in jedem Fall, wenn jemand darunter leidet, ein super Mittel auch. Ne? Ja. Super. Und
In dieser Phase, wo wir auch ja, mit vielen Infektionskrankheiten zu tun haben. Und ich bin für die Vorbeugung, ist für mich das A und O, möchte gar nicht mich heilen. Also am liebsten bleibe ich gesund, wie alle, denke ich. Und dann haben wir ein Mittel, die ja Mode geworden ist, aber trotzdem möchte ich das ganz kurz noch erwähnen. Das ist die Kurkuma. Kurkuma ist wunderbar, auch für unser Gehirn, für die Konzentration, nicht nur für unser Immunsystem. Also hat so viele gute Seiten, dass man hier jetzt nur ein Webinar über Kurkuma machen konnte. Aber ja, ich glaube, wir werden jetzt nicht alle gute Seiten von Kurkuma jetzt erwähnen wollen. Ich sage nur, wenn jemand möchte, einmal wegen Konzentration und einmal wegen dem Immunsystem ein bisschen sich stärken, empfehle ich Honig mit Kurkuma und Pfeffer. Eine Person, die sehr Feuer hat, also sehr zu Übersäuerung neigt, kann statt der normale Pfeffer, die wir benutzen, den berühmten langen Pfeffer oder Pipali benutzen. Und das ist ein Pfeffer, der nicht zu scharf ist, aber hat die gleiche Wirkung, nämlich diese Kurkumin auf den Kurkuma wirksam zu machen, also dass wir das auch aufnehmen können. Und man nimmt so ungefähr 4 Löffel, also oder 4 Löffel Honig und ein Löffelchen Kurkuma und eine Prise, ja, Pfeffer oder Pipali, ungefähr in diese Mischung. Ich bereite normalerweise so ein Glas damit und dann morgens so ein Löffelchen. Und damit sind wir schon gut ausgerüstet. Ja, sind kleine Mittel, die aber viel wirken, besonders wenn sie regelmäßig auch ja, gemacht worden sind. Ja. Ja, mit dir habe ich so viele Themen, dass ich würde am liebsten 2-Stunden-Webinar, aber ich weiß, dass nicht alle dann dabei bleiben. Ich möchte nur noch kurz anschneiden das Thema Massage, weil du ayurvedische Massage anbietest. Und wir haben, also ayurvedische Massage wird überall angeboten, in Hotels. Ich habe es auch genossen in Hotels, die Wellness-Hotels. Bevor ich mich mit Ayurveda mehr auseinandergesetzt habe, und da musste ich wählen zwischen Vanillegeschmack und Orangengeschmack. Und das war sehr angenehm, muss ich sagen. Massage ist immer angenehm. Die Haut ist unser größtes Organ. Angefasst zu werden, ist gut für das Immunsystem, genauso wie unser psychisches Gleichgewicht. Aber wenn wir wirklich die Heilwirkung von einem Massagen ansprechen, dann ist es unheimlich wichtig, welches Öl wir benutzen. Und wir sind sehr gut erzogen worden in unserer Seva-Akademie aus München. Wir benutzen immer hochwertige Öle, weil wir wissen, das ist wieder wie Tag und Nacht, wenn man ein Öl oder das Sanfa benutzt. Also das wirkliche Heil, also diese Öle, sie sind entweder aus dem schwarzen Sesam gemacht oder einige aus Kokosöl, nur für Leute, die ja, ein Problem mit der Haut haben, also zu viel Feuer haben, dann benutzt man diese Kokosöle, aber die meisten Öle sind mit dem Schwarzsesam und die werden präpariert, über 72 Stunden gekocht mit ein Dekott von Heilkräuter gerührt und ich weiß es nicht. Also das hat eine wahnsinnige lange Präparation. Ich werde jetzt euch nicht langweilen wollen über alles, was wie das alles präpariert wird. Ich möchte nur sagen, sie sind total wirksam, weil sie sehr fein sind und sie werden absorbiert vom Körper
sehr, wirklich sehr tief. Sie kommen sogar in Knochengewebe, oder? Ja, haben wir gelernt. Eine Minute 56. Danach sind die Öle im Knochen nachweisbar. Das ist unglaublich. Also ich habe jetzt gerade bei meiner älteren Mutter, die 91 ist, habe ich einem sehr wirksamen Öl, den ich sie massiere teilweise. Und das ist sehr beruhigt zu sein, zu wissen, dass diese besondere Öl, der auch für Knochen gut ist, dann so dicht einbringt. Und es gibt wahnsinnig viele Art von Öle. Und deswegen ist es nicht mehr zwischen Vanillegeschmack und Orangengeschmack zu wählen, sondern es geht darum, welche Wirkung möchte ich haben? Was ist meine gesundheitliche Problem? Was will ich ausgleichen? Und so ist diese wahnsinnig wunderschöne Ablauf an der ayurvedischen Massage zusammen mit diesen Ölen, das ist eine richtige Therapie oder eine richtige wunderbare Therapie, oder? Ja, also die Massagen sind einfach wundervoll. In allem. In allem und besonders du machst das super liebevoll. Wer als Masseurin arbeitet, teilweise auch arbeitet, du hast eine gute Energie ausgleichen. Trotzdem, man denkt, du massierst eine Stunde, musst du danach erschöpft liegen, aber das ist nicht so, oder? Dass ich danach erschöpft bin? Ja. Ach so, ja, nee, überhaupt nicht. Also das ist wirklich, wie du sagst, es ist ein Austausch von Energien. Und für mich ist das Schöne, wenn ich massiere, dann bin ich einfach ganz bei dem Menschen, der da ist. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen jetzt einer normalen Massage und einer Ayurveda-Massage, dass die einfach tiefer geht. Also wir berühren den Menschen nicht einfach, weil wir ihn berühren, sondern als Ayurveda-Masseur berührt man auch tiefer. Einfach, weil man so da ist und weil man den Menschen wertschätzt, der da liegt und was Gutes tun möchte. Und weil die Streichungen, die sind so ganz sanft und ganz liebevoll. Und es ist einfach was ganz anderes. Und da entsteht eine ganz schöne Energie, die auch mir Energie gibt. Schön. Ja. Dann der Ablauf für Menschen, die noch nicht das kennen, ist das erstmal diese Massage. Aber dann das Öl geht tief ein und muss aber diese Giftstoffe wieder nach außen bringen irgendwie. Und das machen wir mit Wärme, oder? Ja. Also man bekommt erstmal natürlich, bevor es zur Massage gibt, eine Erstanamnese, damit ich als Masseurin auch weiß, welches Öl im Moment ansteht und was wir eben erzielen wollen mit der Behandlung. Dann gibt es die Massage, Gesicht, Ganzkörper, alles drum und dran. Und währenddem ich massiere, bewege ich natürlich Schlacken und Giftstoffe im Körper. Und die Lymphe wird angeregt und ganz viel passiert und wird bewegt, wie du schon sagst. Und um die Ausscheidung der Giftstoffe zu fördern, können meine Kunden dann in so eine kleine Sitzsauna, so eine Svedana-Box, sich reinsetzen. Und darin ist Dampf, das ist auch nicht heißer als 50 Grad und der Kopf schaut oben raus, damit es nicht zu heiß wird. Und diese feuchte Wärme hilft dann einfach, die Giftstoffe abzutransportieren. Und dann ist es eine runde Geschichte. Und dann ist es aber wichtig, danach nochmal diese Giftstoffe abzuwaschen, sie richtig dann zu duschen, um die auch mit Seife. Ja, auf jeden Fall mit Seife. Also wir brauchen keine Giftstoffe zu behalten. Das wäre dann nicht gut. Also wenn wir eine Ganzkörpermassage machen, das ist wichtig auch, wenn Menschen jetzt selber eine Selbstmassage lernen und machen. Ich meine, wenn man das jetzt mit Wellnessöle isst, ist das egal. Wenn man mit diesen sehr wirksamen Ölen machen, wo die Giftstoffe dann nach außen gehen und dann diese Giftstoffe nicht abwaschen, dann können wir auch unerwünschte
Nebenwirkungen, dann geht es uns nicht gut. Also muss dann richtig abgewaschen werden. Ja, auf jeden Fall. Und das können dann, also mit der Massage lösen sich auch nicht nur körperliche Probleme, sondern auch auf emotionaler Ebene passiert ganz viel. Und es hängt dann auch noch mit dem Öl an uns dran. Also es ist wirklich, es muss alles weggewaschen werden und danach fühlt man sich wie neugeboren. Und dann als Neugeboren auf der Liege entspannen. Und also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Öle, entspannende. Es gibt auch anregende Öle natürlich. Wenn wir zum Beispiel jemand einen Burnout hat und auch einen Erschöpfungszustand, wo, sagen wir so, wenn jemand erschöpft und kraftlos kommt, dann gibt es auch Balashvagandha-Öl oder irgendwelche Sportöle oder so weiter, wo man auch dann, ich erinnere mich immer unsere Lehrerin, die sagte dann, Männer, die kommen raus und die fühlen sich wie Löwen, kommen sie aus dem Käfig raus, wenn sie den Öl, diese Art von Massage bekommen haben. Nicht immer ist Entspannung erwünscht. Manchmal muss man auch aufbauen. Und deswegen ist es wichtig, dass je nachdem nimmt man ein anderes Öl. Ja, man muss sich die Leute gut anschauen davor, die man massiert, damit man auch das Richtige macht. Sonst kannst du auch mal, kann einer, der eigentlich Entspannung braucht, da rauskommen und sagen, hey, ich reiße jetzt 10 Bäume aus. Obwohl der eigentlich sich mal ins Bett legen sollte. Genau. Also, Tanja, es tut mir leid, dass wir so wenig Zeit haben. Ich habe alle Bereiche, die viele Themen angesprochen. Es muss unser Gespräch ist dafür da, dass Menschen ein bisschen Einblicke in Ayurveda haben. Wir könnten über jedes Thema stundenlang uns unterhalten, aber das ist einfach nur ein Appetizer, sozusagen, was wir jetzt hier machen. Und jetzt möchte ich gerne noch teilen, zeigen, was du machst, also deine Seite und dein Flyer. Damit, wenn jemand dich kontaktieren möchte, sieht mir mich noch, weil steht hier, das Internet ist nicht stabil. Hat ihr mich noch gesehen? Stillgestanden. Jetzt ist wieder gut? Ja. Ich hoffe, dass es stabil bleibt. Bin hier in den Bergen in Italien, aber musste, wenn es nicht schneit, normalerweise ist stabil. Also, ich teile jetzt erstmal hier. Moment, damit ihr das besser sehen. Ich verschiebe ihn ganz kurz. Können wir das sehen? Ja, das ist das schöne Logo. Das ist so, mit diesen Buchstaben sieht das ein bisschen aus wie Sanskrit, auch wenn es nicht Sanskrit ist. Sehr schön, gefällt mir auch von den Farben. Und hier ist, das ist eine kurzen Flyer mit was du machst, Beratung, Massage und Yoga. Das ist diese Gottheit Ganesh, oder? Ja. Deine Lieblingsform Ganges. Ja, auf jeden Fall. Und also wenn jemand dich kontaktieren möchte, also wenn jemand sagt, schreibt in Google Shanti, Ayurveda, Murnau, habe ich schon gesehen. Du kommst raus, wenn man jemand schreibt, Tanja Richter auch. Sonst, ich werde deine Kontakte auch unter meine Videobeschreibung eingeben, damit jemand dich auch kontaktieren kann. Ja. Und dann möchte ich gerne noch deine Seite, das ist hier deine Seite, zeigen. Du hast ganz viele Sachen, Yoga-Kurse und Soul Food, Ayurveda. Und hier ist, ich wollte Aktuelles zeigen, was du hier machst. Du hast verschiedene Termine. Einmal diese Monday Morning Glory gefällt mir gut. Ja, das also, findet aber zurzeit nicht statt, muss ich sagen. Okay, gut. Ich pausiere gerade, steht glaube ich auch drunter. Dann lassen wir die Glory letztlich an der Seite und
gehen wir direkt zum Hatha-Yoga. Du bietest Hatha-Yoga einmal auch online, das ist am wichtigsten für die Leute, die jetzt dabei sind, auf Zoom jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis 21 Uhr auf Spendenbasis. Genau, und im Moment auch zusätzlich am Montag um 19 Uhr. Das ist super. Da, ja, damit auch die Leute, die nicht geimpft sind, Yoga machen können, habe ich das jetzt aufgeteilt. Um 5 habe ich immer einen Präsenzkurs und um 19 Uhr online, sodass jeder Yoga machen kann. Ja, und das ist auch super für die Leute, die jetzt dich anschauen oder später auch vielleicht das YouTube-Video gucken. Yoga ist eine gute Methode, um mit sich selber, mit dem eigenen Körper im Einklang zu kommen, durch die Beobachtung, durch die Atemübung und so weiter. Und hält uns auch flexibel und fit. Das hat auch diese Vorteile. Gut, und dann, Tanja möchte auch jetzt auch noch etwas. Okay. Möchte noch etwas teilen. Ja. Mal sehen, ob ihr mich seht, was ich teilen möchte. Seht ihr das? Ja. Ja, das ist jetzt, wollte ich ganz kurz das in meinem Energieprogramm vorstellen. Ich habe das angesprochen schon auch bei den letzten Webinaren, aber ich denke, dass ich jetzt ganz kurz nochmal ein bisschen erläutern möchte, nicht lange, ich möchte euch nicht langweilen, aber ich möchte einfach nur die Gelegenheit geben an Menschen, die vielleicht Interesse haben, auch zu wissen, was ist das. Ich habe bis jetzt nur den Flyer gezeigt. Und es ist nämlich, ich biete in dieser Phase des Jahres, also wir sind hier in der Phase Ende Winter, Anfangs, Frühling. Das ist die Phase, die sehr gut ist, auch für Entschlacken, für Entgiftung. Es ist eine gute Phase auch, um neue Gewohnheiten anzufangen und eine Transformation anzufangen. Das ist ein bisschen wie die Natur. Im Winter sind wir ein bisschen ohne Energie und der Frühling ist die Zeit, vielleicht mit der richtigen Energie wieder aufzuwachen, erwachen und sich zu strecken. Und dafür habe ich ein Programm zusammengestellt, die jetzt in zwei Richtungen geht. Der eine ist die Richtung in der Gruppe, online, und die andere Richtung ist als Einzelcoaching, entweder online oder, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, auch im Kleinfeld möglich. Bei der Gruppencoaching sind verschiedene Themen, die wir durchlaufen werden und dann auch eine Fragen- und Antworten-Session jede Woche, wo die Leute auch ihre persönlichen Fragen stellen können. Und bei dem Einzelcoaching sind natürlich die Themen sind die gleiche, aber natürlich gehe ich dann tiefer in den Themen, die die einzelne Person braucht oder wo es nötig ist. Und um den Programm mindestens die Themen kurz gesehen zu haben, es geht um Energie ganzheitlich, also Energie für Körper, Geist und Seele, wird ein Thema, Leben nach der eigenen Konstitution, deswegen ist eine Konstitutionsbestimmung auch drin, wie Essen zur Energiequelle wird, das ist wichtig, nicht nur was wir essen, sondern es gibt viel mehr drumherum, wie das Essen zur Energiequelle wird. Dann Entgiftung ist ein guter Thema, auch besonders im Frühling, damit dass wir zu freien Energiefluss kommen. Und dann geht es um Chronobiologie, um mit dem Rhythmus der Natur zu leben. Es geht um Schlaf, um erholsamen Schlaf. Das ist auch eine Voraussetzung für gute Energie. Um die ayurvedische Routine ist ein anderes Thema. Eine ayurvedische Routine ist etwas, die uns erdet, die uns Stabilität gibt und auch bringt uns in unsere Energie, gibt uns Energie.
Und dann auch, es geht um die Qualität in der Energie. Also es gibt nicht nur positiv und negativ, sondern es gibt eine andere Verteilung oder eine andere Art, das zu sehen, die Qualitäten der Energie. Und je nachdem, welche Typ von Energie wir pflegen, in was wir machen, in was wir essen, dann geht es uns gut, wir fühlen uns voller Kraft oder nicht. Und da geht es auch darum, die Energieräuber zu und die Stressfaktoren zu erkennen und auszuschalten und zu sehen, was sind die Quellen unserer Energie, ganz persönlich, unsere Energiehaushalt richtig zu analysieren und zu sanieren. Und das mache ich einmal in der Gruppe als Online-Kurs mit 10 Webinaren inklusive eine Probe, freie Webinar für alle, wo sie alle herzlich eingeladen, auch die Neugierige, die einfach das schauen möchten. Also es ist ganz frei bleiben und das findet an einem Tag, wo jeder das Datum sich merken kann, am 22.02.22 um 22 Uhr, weil 22 Uhr wäre zu spät, also 22 und 20 Uhr. Also das Programm ist, also diese 10 Webinaren haben wir 9 F und A, also Fragen und Antworten. Jede Session ist ungefähr von einer Stunde, kann auch 1,5 Stunden sein, je nachdem, wie die Bedürfnisse der Gruppe sind. Es sind kleinere Gruppen. Ich werde auch die Lektionen für die Gruppe aufnehmen und nur intern weitergeben. Und gerne könnt ihr also euch anmelden für diese Probeprogramm am 22.02. und dann weiterschauen. Das ist möglich bei mir über WhatsApp, über Mail, aber auch in meiner Homepage unter Angebote und dann Probeunterricht kann man sich wirklich einen Platz schon reservieren. Ja, und dann gibt es das Einzelcoaching für mehr Energie. Und das ist dann ein individueller Prozess der Transformation. Und ich habe dieses Paket zusammengeschnurrt, weil es scheint mir von der Größe passend. Aber lasst eure Intuition laufen. Ich bin offen. Wenn ihr mir sagt, okay, ich möchte ein kleineres Programm machen oder ich möchte es mir anschauen und stundenweise das buchen, ich bin dafür offen. Wenn ihr das Programm buchen möchtet, das sind 7 Einzelcoaching-Einheiten, inklusive auch die Konstitutionsbestimmung. Rhythmus könnt ihr selber schauen. Ich würde vorschlagen, vielleicht 2 Termine pro Monat, damit man auch das Ganze verdauen kann. Und zwischen diese Termine gibt es einen Anruf, also oder ein Termin noch wieder per Zoom oder Skype, wo wir das Besprochene von der ersten Einheit, von der Einheit davor, nochmal sehen, überlegen in der Umsetzung, ob Fragen da sind. Und ja, damit auch dieser Prozess ein bisschen unterstützt wird. Natürlich, diese Training-Einheiten, Coaching-Einheiten können auch online sein. Auch diese können per Zoom oder Skype folgen. Aber sie können auch persönlich sein. Dann gibt es die Möglichkeit, mich zu kontaktieren per WhatsApp über die ganze Zeit, diesen Prozess. Und dann biete ich noch etwas ganz Besonderes. Und das ist die Teilnahme an 3 Yoga-Therapiestunden nach dem Dr. Bohlen-Prinzip. Dr. Bohlen ist nicht sehr bekannt in Deutschland, aber dafür in der Rest der Welt sehr bekannt. Er ist ein Arzt, kein ayurvedischer Arzt. Es ist ein Arzt, der klinische Studien gemacht hat über die Wirkung von Pranayama und von Yoga und Achtsamkeiten, Achtsamkeitsübungen auf unsere Energie und auf unsere Gesundheit. Und er hat 30 Jahre daran gearbeitet, ein Programm entwickelt, die er nennt als Yoga-Therapie. Aber Yoga-Therapien gibt es viele. Es gibt etwas mit Übungen, mit Asana, also mit richtigen Yoga-Übungen. Diese Art von Yoga-Therapie
kann man auf dem Stuhl machen, in eine angenehme Position. Ist absolut nicht langweilig, auch wenn es nur um Wahrnehmung, um Atem geht. Ist was ganz Besonderes. Ich habe die Freude und die Ehre gehabt, Dr. Bohlen noch am Leben erlebt zu haben und auch bei seinem Schüler, das ist ein italienischer Schüler, auch in Italien Seminaren gefolgt zu haben. Dr. Bohlen ist im März 2021 verstorben im Alter von 87. Und 4 Wochen vorher hat noch ein Seminar gehalten, 3 Stunden lang, mit mehr als 300 Teilnehmern, also bis am Ende super in seiner Energie gewesen. Und das biete ich auch ein. Und wer sich interessiert für diese Einzelcoaching, kann die Probeunterricht auch wahrnehmen, weil ich da das ganze Programm vorstelle und auch ein bisschen die ganzen Themen ansprechen, ohne in die Tiefe zu gehen. Und dann kann ich schon sehen, ist das was für mich. Dann durch das Programm, Energieprogramm, gehe ich tiefer ein in den Themen. Und zusätzlich, wer will eine Einzelcoaching, kann danach auch noch ein Erstgespräch kostenlos mit mir machen, damit wir sehen, stimmt die Chemie, können wir miteinander arbeiten, weil es ein Coaching ist immer sehr wichtig. Ja, jetzt freue ich mich. Danke für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse auch an meinem Programm. Das ist mein Konzept, erkennen, erfahren, entfalten in alles, was ich mache, ob Privatcoach, Gruppe oder Beratung. Es geht über diese Erkennen, über das Erfahren in der Entfaltung und Erfüllung ist das Ziel jeder Beratung. Und ich denke, von alles, was wir machen, du auch, Tanja, ist Entfaltung letztlich unser Ziel für uns und für alle die Menschen, die an uns sich wenden, oder? Auf jeden Fall. Ja, und hier habe ich noch meine Kontakte. Aber ich denke, also weder Tri, Hauptsache, wenn ihr mich sucht, bitte 3E, wie die 3 Ziele oder die 3 Stufen erkennen, erfahren, entfalten. Also es ist nicht wie auf Englisch geschrieben, Tree, sondern 3E. Das ist das Einzige. Sonst kommen eine Reihe von Firmen, die Kräuter verkaufen und ayurvedische Kräuter, aber kommen nicht zu mir. Ja. Und jetzt möchte ich gleich die offizielle Teil zu Ende führen und dann mich öffnen noch für eventuelle Fragen an Tanja und an mich, wenn jemand noch Fragen hat. Erstmal sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auch an alle Leute, die jetzt das YouTube-Video sehen. Und ich bitte euch, wenn es euch gefallen hat, euch zu abonnieren, weil nach dieser Serie Mensch Ayurveda wird noch viel kommen. Viele Events, die ich jetzt plane. Dadurch, wenn ihr so abonniert seid, dann seid ihr immer up to date. Und wenn ihr denkt, oh, es gibt Leute, die ich kenne, die auch sich dafür interessieren, bitte ich euch, das auch weiterzuleiten. Dann